Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde der Bielefeld-App. Auf den guten Ton kommt es an. Nicht nur in einem guten Gespräch oder miteinander, sondern ganz besonders, wenn man Musik hört. Und ich bin hier heute quasi eine Art Tempel des guten Tons, des guten Klangs. Ich bin bei Jupit und bei mir ist der Michael Schitz. Hallo, ich grüße dich. Hallo, schönen guten Tag. Ich grüße dich auch. Wir sind hier bei Jupit an der Arthur-Ladebeck-Straße. Richtig. Guter Klang, habe ich schon gesagt. Was ist das Besondere an euch? Was ist das Besondere? Mit Sicherheit sind wir extrem stolz, dass wir schon seit fast 5 Jahrzehnten am Markt tätig sind. Auch wenn wir schon die ein oder andere Stelle in Bielefeld bewohnt haben, sind wir jetzt in den letzten 15 Jahren an dieser Stelle angekommen, um hier unseren guten Ton, unser gutes Bild und natürlich alles das, was mit neuen Medien zu tun hat, den Kunden näher zu bringen. Also es ist nicht reinweg nur der gute Ton, wo wir zwar herkommen, sondern es gehört noch viel, viel mehr dazu. Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Bielefeld-App, das merkt man, wenn man hier schon reinkommt. Eine spannende Mischung aus ganz, ganz alter Technik, die teilweise aus musealen Gründen hier noch steht und die Wurzel zeigt, und hochmoderner Unterhaltungselektronik, neueste Bildschirme, Seherlebnisse, Hörerlebnisse. Und das Besondere ist, wenn ich das richtig verstanden habe, man kann das hier auch alles testen. Testen bedingt, weil wir haben viele Dinge, die sind eingebaut, aber zumindest können wir es, also fest eingebaut, zumindest können wir es zeigen an der Stelle, wie es tatsächlich mal aussehen könnte. Aber es ist richtig, wir haben einen Showroom, einen großen Showroom über 2 Etagen, der angefangen vom Heimkino über die klassischen Hi-Fi-Studios bis hin zu eingerichteten Interieurs, die lösungsorientierte Dinge zeigen, sind wir in der Lage, doch einige Wünsche des Kunden hier wirklich live näher zu bringen. Das heißt, man kann hören, man kann sehen. Leute, die einfach wirklich auf gute Qualität und Genuss dabei Wert legen, sind hier genau richtig aufgehoben. Wer sind denn so typischerweise eure Kunden und wer ist noch nicht euer Kunde, obwohl er eigentlich hinkommen sollte? Ja, fangen wir mal mit dem an, wer so unser typischer Kunde ist. Wir haben eine lange Tradition, wie ich vorhin schon sagte, seit fast 5 Jahrzehnten. Deswegen genießen wir eine große und hohe Anzahl von Stammkunden, 50 plus, 60 plus, die natürlich auch ins Alter gekommen sind, die einfach den guten Ton seit früher her schätzen und kennen, die noch was mit Vinyl anfangen können, die noch was mit Tonband womöglich anfangen können. Aber auch diese Kunden möchten gerne an den neuen Medien partizipieren. Das heißt, sie begleiten uns stetig und konstant und gehen mit uns die Wege der neuen Medien. Das ist die überwiegende Zahl unserer Kunden. Wir bekommen aber immer mehr neue Kunden hinzu aus der Altersklasse 40 plus, die sagen, Mensch, wenn ich jetzt was Neues mache bei mir zu Hause, dann doch einmal vernünftig, weil es hat Bestand, es hat eine gewisse Nachhaltigkeit und wir wollen nicht alle 2 Jahre etwas Neues kaufen. Also das ist so unser Klientel. Wir freuen uns aber auch sehr darüber, wenn wir mal die jüngere Generation hier begrüßen können. Viele denken, wir wären einfach nur teuer. Qualität ist gleich teuer, das ist nicht der Fall. Qualität ist wirklich sehr gut, ist hochwertig, aber muss nicht immer preisintensiv sein. Du hast es angesprochen, das Thema Vinyl, du hast es gesagt, jetzt muss ich dir natürlich die Gretchenfrage stellen. Was klingt besser, analog oder digital? Tja, ich glaube, ich verhalte mich an dieser Stelle mal neutral. Beides klingt extrem gut. Wichtig bei uns in den Sätzen, wenn wir mit Kunden sprechen, ist ganz klar, es ist keine Entweder-Oder-Entscheidung. Vinyl als auch die digitale Welt können wunderbar miteinander funktionieren. Also natürlich hat die Schallplatte ihren Charme, natürlich hat Vinyl die Tradition, die Kraft, die Dynamik. Aber wir sind mittlerweile auch im digitalen Bereich mit dem Stream in der Lage, qualitativ sehr, sehr hochwertig zu arbeiten. Und wie gesagt, es ist keine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern es ist ein wunderbares Miteinander zusammenzuhören. Beide Welten haben ganz klar ihre Vorteile.
Das ist eine Haltung, mit der man an vielen Stammtischen viel Streit vermeiden kann, weil es natürlich immer noch die einen und die anderen Hardliner gibt. Aber machen wir uns nichts vor, über Klang kann man viel reden. Es macht keinen Sinn, nur darüber zu reden, man muss es hören. Und genau die Chance hat man hier, einfach Klangunterschiede zu hören, liebe Freundinnen und Freunde der Bielefeld-App. Einfach mal vorbeikommen, einfach mal sich beraten lassen, einfach auch mal zu gucken, was es für Konzepte gibt. Es ist so viel möglich da in dem, was ich früher mal klassisch Hi-Fi-Markt nennte. Heute ist es eben um audiovisuelle Medien ergänzt. Es ist von der Qualität her wunderbar. Es lässt sich in Systeme integrieren. Es lässt sich in Möbel integrieren. Es lässt sich in einen gewissen Schick oder Lebensstil hat, den man integrieren. Einfach mal vorbeikommen. Ihr habt wieder geöffnet. Wann erreicht man euch und wo genau? Also uns erreicht man werktags zwischen dienstags und freitags von 10 bis 18 Uhr durchgehend. Montags ist der Laden für das Projektgeschäft geschlossen, weil wir sehr viel außerhäusig tätig sind oder Termine nach Vereinbarung im Geschäft. Und samstags von 10 bis 14 Uhr an der Arthur-Ladebeck-Straße 115, direkt stadteinwärts an der Straße. Wunderbar, ihr habt auch genug Parkplätze hinterm Haus, man kann direkt wunderbar da parken. Also, wenn ihr einen guten Klang schätzt, oder wenn ihr eigentlich gar nicht sicher seid, was einen guten Klang von einem schlechten eigentlich unterscheidet und ihr das mal erleben möchtet, kommt einfach hier vorbei. Ihr seid hier recht herzlich willkommen. Michael, ich danke dir für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich über viele, viele neue Kunden, die aufgrund deines wunderbaren Videos jetzt zu uns kommen. Ja, danke für das Lob. Und ihr, liebe Freundinnen und Freunde der Bielefeld-App, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es ruhig. Wenn ihr mögt, dürft ihr das Video natürlich auch gerne teilen. Wenn ihr Fragen habt, erstens schreibe ich unten natürlich die Kontaktdaten von Jupit und dem Michael rein. Das heißt, ihr könnt euch weitere Informationen angucken. Zweitens einfach die Fragen in die Kommentare reinschreiben. Wir werden die weiterleiten, da werden sie beantworten. Und immer dran denken, du, die Stadt, die App, die Bielefeld-App, wissen, was los ist. Ich bleibe weiter für euch unterwegs und wie immer, man sieht sich.